Herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 am Donnerstag. Heute mit den Themen 60 Jahre Lebenshilfe Kärnten, Bilanz der Umsteigertage, Netzwerkevent Zukunft Kärnten 2030 in Wien und 75 Jahre Gemeindebund. Das Leben feiert dich so, wie du bist. Mit diesem Slogan feiert die Lebenshilfe Kärnten heuer ihren 60. Geburtstag. Landeshauptmann Peter Kaiser und Gesundheitsreferentin Beate Brettner gratulierten im Zuge des Inklusionsfrühstücks und betonten, dass Inklusion nicht nur für den Einzelnen, sondern für die Gesellschaft wichtig sei. Bereits zum dritten Mal fanden heuer die Umsteigertage statt. Eine Woche, in der das gesamte Angebot der Kärntner Linien völlig kostenfrei und ohne Ticket getestet werden konnte. Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnigg berichtete, dass in dieser Woche eine Steigerung der Öffi-Nutzung um ein Viertel verzeichnet werden konnte. Das entspricht rund 70.000 zusätzlichen Fahrgästen. Im Erste Campus in Wien fand am Dienstag das Netzwerktreffen unter dem Titel Zukunft Kärnten 2030 statt. Ausführliche Berichte zu dem Event sehen Sie am Freitag und am Samstag auf kärnten.tv. Der Kärntner Gemeindebund lud anlässlich seines 75-jährigen Jubiläums ins Casineum Velden. Von Seiten der Landesregierung stellten sich Landeshauptmann Peter Kaiser, Gemeindereferent Daniel Fellner und Landesrat Martin Gruber als Referent für den ländlichen Raum als Gratulanten ein. Die drei Regierungsmitglieder bezeichneten den Gemeindebund als verlässlichen Partner. Herzlichen Dank fürs Zusehen, einen angenehmen Donnerstag noch und wir freuen uns, wenn Sie am Montag wieder mit dabei sind.